Gut, dann mache ich auf. Guten Tag da draußen. Willkommen zum VGM Thursday. Letzter Donnerstag im Monat schon wieder, im Monat März. Heute mit dem Thema Stringorchester in PowerShell. Unser Mitarbeiter Timi Markiewicz. Da zu meiner rechten oder linken, je nachdem, wie ihr es seht. Ich finde es ein spannendes Thema, als der Vorschlag kam von Timi, als wir da interne Rundfrage gemacht haben, was für Themen möglich wären. Man muss jetzt nicht unbedingt der PowerShell-Gott sein, um da mitzukommen, denke ich. Aber es geht natürlich auch teilweise ein bisschen Deep Dive rein. Es geht auch um die ganz banalen Dinge, wo man vielleicht sich gedacht hat, das funktioniert etwas anders, dass es effektiv funktioniert. Timi hat mir schon einen kleinen Preview gegeben von gewissen Themen, darum kann ich da schon drüber schwärmen. Und ja, ich denke, spannende Geschichte und somit übergebe ich das Wort direkt an Timi. Ja, hallo auch von mir zum Stringorchester in PowerShell. Was wir heute anschauen, sagen wir mal kurz eine Motivation für dieses Thema, warum ich das auch gewählt habe. Dann gehen wir einfach mal zurück auf nur einzelne Characters, also einzelne Zeichen und wie daraus dann Strings werden. Dann geht es darum, wie erstellen wir Strings in PowerShell, wie können wir sie formatieren, die verschiedenen Arten, Vor- und Nachteile. Dann wollen wir Strings miteinander vergleichen und wir wollen Inhalt darin finden, weil das ist häufig etwas, das wir machen müssen. Wir kriegen so einen Schwall an Text und wir müssen dann daraus die Informationen beziehen, die uns interessieren. Und zum Schluss geht es dann einfach noch ein bisschen darum, wie können wir Strings manipulieren, bearbeiten und was für Methoden sind da überhaupt vorhanden. Ich hatte ja in der Titelbeschreibung ein bisschen reißerisch geschrieben, ja, String hat 4000 Zeilen Code. Das sind vor allem diese Methoden, die wir dann am Schluss noch anschauen, die sehr, sehr viel Funktionalität noch hinzufügen, die nicht jeder kennt. Wieso das Ganze überhaupt? Also in unserem PowerShell-Leben ist ja eigentlich Textverarbeitung omnipräsent mit ganz, ganz vielen Use Cases. Wir haben CSVs, wir haben JSONs, wir rufen AD-User ab und lesen die SAM-Account-Names aus und so weiter. Und es ist einfach alles Text. Und wir aufgrund dieses Textes machen wir da manchmal Entscheidungen, zum Beispiel, ja, machen wir da jetzt einen neuen Home Drive oder machen wir dies oder das, bis hin zu, soll die Festplatte formatiert werden, Y für Ja und N für Nein. Und genau, da kann sehr viele Use Cases, alles hat immer mit Text zu tun, weil das auch für uns Menschen etwas sehr, sehr Natürliches ist. Das zeigt sich zum Beispiel auch in PowerShell, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Jedes Objekt hat zum Beispiel so eine ToString-Methode. Jedes. Das könnt ihr immer aufrufen, außer es ist null. Es bringt nicht immer was, aber es ist da und es generiert euch einen String. Das zeigt nur, wie tief verwurzelt das eigentlich in der PowerShell-Sprache drin ist oder in .NET. Und wenn ich jetzt String sage, dann meine ich ab jetzt einfach Textobjekt. Ich bin da nicht immer so genau. Also ein String ist jetzt für uns einfach ein Text. Manchmal meine ich genau den PowerShell.NET-Typ-String. Manchmal rede ich von einem String einfach nur als quasi Text. Und das Handling mit Strings kann sehr schnell sehr, sehr komplex werden. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, diesen Satz hier, ich mag dieses Produkt, da ist mir viel Zeit beim Bügeln erspart. Wenn ihr jetzt die Aufgabe kriegt, ja, zähl mal alle Es, die darin vorkommen, dann ist das ziemlich einfach. Noch einfacher, weil es nur kleine Es drin hat. Die Frage ist dann ja, große und kleine Es zählen, wer weiß. Die andere Frage aber, ist dieser ein positiver Kommentar? Ist plötzlich extrem schwierig, programmiertechnisch zu erreichen. Zu sagen, hey, ja, das ist ein positiver Kommentar, das ist negativ. Fast noch schwieriger ist dann zu sagen, um was geht es? Geht es hier um Gärtnern? Geht es um Technologie? Hier geht es offensichtlich um Haushalt. Und für uns Menschen super easy. Wir sehen das. Das ist ein positiver Kommentar, der mit Haushalt und Bügeln zu tun hat. Das auszuprogrammieren in PowerShell, das ist eine Semesterarbeit, wenn nicht mehr. Und was wir auch noch haben, was häufig vergessen geht, ist, dass wir einfach in der Sprache und in Texten auch kulturelle Einflüsse haben. Das hat schon nur im Deutschen selbst. Wir haben ein österreichisches Deutsch, ein Schweizerdeutsch, ein Deutsch in Deutschland, alle mit minimen Unterschieden. Und dann natürlich sprachübergreifend, also das schwedische A mit dem deutschen A und so weiter. Andere Sprachen haben mehr Zeichen im Alphabet, andere weniger.
Und da gibt es auch Unterschiede beim Handling, die wir manchmal beachten wollen, beachten müssen, und manchmal wollen wir auch sagen, hey, ist mir eigentlich egal. Aber mal ganz, ganz zurück. Wir machen jetzt zuerst mal einfach aus Zahlen Zeichen. Und wenn man sich vorstellt, wir müssen jetzt PowerShell entwickeln, wir wollen unseren Anwendern dann etwas Gutes bieten, dann beginnen wir natürlich mal mit Zahlen. Jede Programmiersprache muss irgendwie mit Zahlen handhaben können. Und traditionell auch zum Beispiel in C oder wie auch immer, mappen diese Zahlen dann auf Zeichen. Oder jedes Zeichen mappt auf irgendeine Zahl. Und welche Zahl das ist, das entscheidet zum Beispiel auch das Encoding. Zum Beispiel in Unicode anders als in ASCII zum Beispiel. ASCII viel weniger Zahlen zur Verfügung, deshalb natürlich auch viel weniger Zeichen unterstützt. Ein bisschen dargestellt, wir sehen hier einen zum Beispiel PowerShell-String, Hello. Der besteht hier aus 5 Buchstaben, einem Ausrufezeichen. Wir sehen also schon, es gibt so ein bisschen verschiedene Zeichen. Wir haben Buchstaben. Das ist jetzt aber hier kein Buchstabe, das ist ein Satzzeichen. Und intern ist jedes dieses Zeichen abgelegt als eine Zahl. Das große H zum Beispiel ist eine 72. Das kleine H wäre eine andere Zahl. Und das zieht sich dann durch für jedes einzelne Zeichen. In PowerShell ist es jetzt einfach so, dass jedes Character aus einem 16-Bit, einem 2-Byte-Wert, besteht, der auf Unicode mappt. Das heißt, wenn ihr euch den Unicode-Standard irgendwo herunterlädt, das anschaut, dann werdet ihr sehen, dass dieses Mapping genau gleich ist. Und in PowerShell ist der Datentyp für einen Character der System.char. Und aus diesen beliebig vielen Chars erstellen wir dann Strings, wie wir das hier sehen. Also ein String besteht dann aus einer beliebigen Anzahl an Charakteren. Und dann arbeiten wir mit dem Datentyp System String. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Wer aus der C-Ecke kommt zum Beispiel, da war das immer ein Riesenproblem. Oder ist für mich, ich mache so wenig C, C++ ist immer irgendein Pain, weil wenn ihr mit der Windows API arbeitet, wird das anders dargestellt als Unix und so weiter. Da gibt es keine Einheit. Es gibt Tausende, vielleicht nicht Tausende, aber Dutzende verschiedene Typen für Strings. Da gibt es einen Unicode-String, den normalen String, den White-String und so weiter. In PowerShell Gott sei Dank nicht. Wir haben Strings und wir haben Characters. Diese Characters sind, wie schon erwähnt, gibt es verschiedene Kategorien davon. Ziemlich klar ist zum Beispiel ein H, gehört in die Kategorie Lowercase Letter. Ein großes H, Uppercase Letter. Wir haben aber auch Kontrollzeichen. Wir haben Decimal Digit Numbers zum Beispiel, das wäre eine 8. Und ganz, ganz viele mehr. Ich habe hier den Link noch hinzugefügt, wenn euch diese Übersicht interessiert. Was das für euch aber heißt, ist, dass ihr in PowerShell hingehen könnt, ihr habt einen Text, dass ihr Zeichen für Zeichen untersuchen könnt und bestimmt, was das überhaupt für eine Art Zeichen ist. Wenn ihr zum Beispiel prüfen wollt, ob ein Username gemäß eurem Schema ist und ihr sagt, hey, wir wollen keine Kontrollzeichen, wir wollen keine Zahlen, dann prüft ihr zum Beispiel, ob einfach alles Lower- oder Uppercase-Letters sind. Das kann man in PowerShell auch ganz easy machen. Ich habe hier ein kleines Snippet. Das macht nichts anderes, als es prüft, ist dieser Char hier, den ich als Argument übergebe, ein Letter, also ein Zeichen, ein Buchstabe, dann macht True, ansonsten macht False. In diesem Fall, weil es ja ein kleines T ist, wäre das True. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Zahl hineinmache, dann wäre das False. Also das kann man quasi wie jedes Zeichen überprüfen. Wir können auch den Typ erfragen in PowerShell. Das geht hierüber, wieder über Char. Das ist einfach der Typ, der uns diese Funktionen bereitstellt. Das ist sehr nett, sonst müssten wir irgendwie eine eigene Hash-Table machen und dann jede Zahl irgendwie mappen. Müssen wir hier nicht. Es gibt unterstützte Funktionen. Und hier lesen wir die Category aus und in diesem Fall ist das die Category Lowercase Letter. Ihr könnt in PowerShell entweder so prüfen mit diesem ganzen Dings da, das ist der ganze Namespace und der Enum und der Member, oder einfach als String, wenn ihr jetzt hier das alles vor dem Doppelpunkt wegnehmen würdet und das einfach als String testet, das funktioniert in PowerShell auch. Und auch in diesem Fall würde hier die Kategorie ist ein Lowercase Letter, weil T ist ein kleingeschriebener Letter,
würde das hier in den if-Block fallen und das hier ausgeben. Es gibt etliche von diesen Methoden. Ich habe euch jetzt nur zwei gezeigt, nämlich isLetter und getUnicodeCategory. Es gibt etliche davon, die ich auch hier verlinkt habe. Ihr könnt prüfen, ist es ein Letter, ist es kleingeschrieben, ist es eine Nummer, ist es ein Digit. Hier auch interessant zum Beispiel, wenn ihr abfragt, ist ein Viertel eine Nummer, das Zeichen für ein Viertel, dann ist das Ja. Ist es aber ein Digit, dann ist es Nein. Es gibt auch hier so feine Unterschiede. Das ist eine Nummer, aber es ist quasi keine Ziffer. Wir haben hier char is digit 9. Das macht Sinn, denke ich. Ja, das ist ein Zeichen, eine Nummer, eine schöne Nummer. Wir haben Unicode Category. Das gibt uns hier in diesem Fall zum Beispiel Open Punctuation, was auch eine Kategorie ist für eine offene Klammer. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch easy prüfen, habe ich für jede offene Klammer eine zu eine Klammer, indem ihr aber durchgeht, alle Open Punctuations zählt und jedes Mal, wenn ihr eine Close Punctuation erreicht, zählt ihr eins runter. Wenn euer Zähler danach 0 ist, dann wurde jede offene Klammer geschlossen. Wir haben aber auch Methoden, um den Char selbst zu bearbeiten, zu verändern. Das wäre zum Beispiel toUpper. Das macht aus einem kleinen Zeichen ein großes Zeichen. Wir haben toLower, das macht aus einem großen Zeichen ein kleines Zeichen. Und wie gesagt, es gibt etliche, die habe ich hier verlinkt. Und was ich noch, jetzt habe ich schon vorweggenommen, was ich hier noch fragen wollte, schaut euch mal hier dieses char is digit an. Und ihr seht hier dieses komische Zeichen. Was denkt ihr, ist eure Erwartung, was hier zurückgegeben wird? Überlegt dann mal eben, ist nicht eine Nummer, sondern es muss wirklich eine Zahl sein und nicht irgendwie so ein Bruch oder so. Und die Lösung ist vielleicht etwas unintuitiv, aber es ist true. Das ist ein Digit. Ich glaube, das ist ein taiwanesisches 2. Und in Taiwan schreibt man das halt so. Und wir haben jetzt nicht irgendwie mitgegeben, wie wir prüfen wollen, können wir in diesem Fall jetzt auch nicht. Und das ist so immer wieder eine Fehlerquelle, weil ich sage dann, ja, ich will nur Digits und dann kommt so ein lustiger User und macht aus irgendwelchen komischen Zahlenzeichen dann wieder Wörter, weil andere Sprachen quasi Zahlen haben, die für uns aussehen wie Wörter. Wir kennen das auch so ein bisschen, ist das jetzt ein großes O oder eine Null? Immer so ein bisschen ein Problem. Okay, ein bisschen Spaß mit Characters muss sein. Ich demonstriere euch das mal kurz. Dazu, ich muss mir es immer sagen, weil ich vergesse immer das Sharing zu starten. Jawohl, das ist jetzt gestartet. Und in PowerShell haben wir nicht eine direkte Syntaxunterstützung für einen char. Ich möchte jetzt mal ein kleines t als char darstellen. Ich mache hier mal my char. Und man würde jetzt so etwas erwarten, nur das Problem ist, in PowerShell, wenn ich das ausführe, ich drücke einfach F8, dann kann ich hier mal myChar inspizieren. Ich kann zum Beispiel den Type abrufen, dann ist das jetzt schon String. Weil in PowerShell gibt es keinen speziellen Syntax, nur um Chars zu meinen. Weil wahrscheinlich, weil man es einfach wenig braucht. In C-Sharp zum Beispiel, wenn ich es so schreibe, dann ist das explizit ein Char. In PowerShell ist das nicht so. Schauen, es ist immer noch ein String. Wie ihr dagegen ankommen könnt, es gibt verschiedene Varianten. Ihr könnt zum einen einfach mal den Typ vorne hinhängen. Ich sage, hey, das ist jetzt ein char. Ich führe das nochmal aus. Sage, my char get type. Ihr seht hier, der char, das ist jetzt ein char. Und das heißt ja, ich sollte auch Dinge machen können, wie char is. Und wir sehen auch hier, mit der Autovervollständigung, was es so alles gibt. Wir können zum Beispiel fragen, ist das ein Separator? Mein char. Das wird mir dann ein ausgeben. Also der sagt, nee, das ist kein Separator, das ist ja ein Letter, oder? Will ich jetzt erwarten. Und genau so ist es. True. Ist ein Letter. Jetzt, ihr müsst das Ganze hin und her hier mit char und so weiter nicht machen. PowerShell ist so nett und wird euch das automatisch in ein char verwandeln. Wenn ihr hier zum Beispiel einfach t mitgebt, oder ich gebe jetzt mal ein großes t mit, drücke F8,
Hier wieder True. Alles gut. Wenn ich jetzt aber sowas mache, TF, kriege ich eine Exception, weil er sagt, ich kann ja TF nicht in einen Char umwandeln. Das ist ja klar, weil das sind jetzt zwei Chars. Das kann er nicht in einen Char umwandeln. Das ist ein String, der aus zwei Chars besteht. Wir können das noch so ein bisschen geeky machen. Ich habe gesagt, jeder Char mappt auf eine Zahl. Also das heißt, ich kann auch sowas machen. T, und ich kann da einfach mal eine 72 zuweisen und schauen, was passiert. Ausgeführt. Jetzt schaue ich mir mal C an, was der Type ist. Type ist tatsächlich ein Char. Und wenn ich es ausgebe, dann ist es ein großes H. Also die 72 mappt auf das große H. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Methode aufrufen wolle, dann könnte ich sie hier sagen, ich hätte jetzt Pullover gerne gehabt. Pullover. C, und dann kriege ich einfach die kleine Schreibweise. Warum, ich verliere das Wort jetzt schon mal hier, warum manchmal machen wir doch sowas, to lower, und manchmal machen wir so, to lower. Warum ist das? Das hat damit zu tun, dass eine, wenn ihr es direkt mit Punkt aufrufen könnt, dann ist das eine sogenannte Instanzmethode. Das heißt, die kann nur aufgerufen werden, wenn ich ein Objekt schon habe. Oder hier ist eine sogenannte statische Methode, wenn ich es so aufrufen muss. Das heißt, ich brauche nicht im Vornherein eine Char-Instanz. Das heißt, wenn es hier ein String wäre, würde er mir das automatisch in ein Char verwandeln. Ist mal so, mal so. Das Problem ist für mich ein bisschen früher in der Microsoft-Dokumentation war das klar gekennzeichnet. Mittlerweile haben sie ja Design angepasst und es ist nicht mehr in der Übersicht klar gekennzeichnet. Finde ich sehr, sehr schade. Und natürlich geht auch das umgekehrte Spiel. Wir können zum Beispiel, oder ich wandle gerade mal hier einen Char in einen Int um, indem ich einfach das hier mache. Ich lasse das noch laufen. Schauen wir mal mein i an. Ah, der läuft noch. Visual Studio Code, Demo-Modus. So. Sieht gut aus. Das ist jetzt wieder die 72. Also ihr seht, ihr könnt interchangen. Man kann Arithmetik damit betreiben. Man kann wirklich so ein bisschen geeky Dinge damit machen. Ich habe hier zum Beispiel, wo ich über den char min value, was auch ein char ist, das ist einfach das Nullzeichen, den Nullseparator bis char max value, also das höchste Zeichen, mache ich so ein range. PowerShell interpretiert das wiederum als Zahl. Wenn ihr dann noch das macht, gibt es einfach ein Range zwischen diesen zwei Zahlen von 0 bis 65.000 etwa. Und dann mache ich nur ein kurzes neues Objekt. Ich nehme mir die Nummer raus, den Character und die Kategorie. Ja, die Nummer, Character, Kategorie. Und pipe das in ein Out-Grid-View. Und wenn wir das machen, dann sollten wir die Output kriegen, da ist sie auch schon. Jawohl. Und sehen hier aufgelistet alle Characters, die quasi jetzt PowerShell unterstützt, in ihrem defaultmäßigen 2-Byte-Encoding. Wir haben zu Beginn haben wir viele Control-Characters, wir haben aber auch alle möglichen, wir haben Dash-Punctuation, Digital Numbers, bis hin zu irgendwelchen Zeichen und chinesische oder Symbole, was es auch immer ist. Aber alle mappen auf eine Nummer, alle haben eine Kategorie und eine Repräsentation. Oder auch nicht, wenn es zum Beispiel Control Characters sind wie hier. Kann man nicht darstellen. Okay. Das war fun mit Characters. Braucht man selten, weil wir arbeiten meistens mit Strings. Und genau das wollen wir jetzt machen. Also wir wollen jetzt aus diesen Characters gern den String machen. Also aus den Zeichen machen wir jetzt Text. Und die ganz, ganz einfache Methode ist mit dieser eingebauten String-Syntax, indem wir hier einfach sagen können, hey, mein String ist zum Beispiel Hallo Welt. Super einfach, wir müssen nicht mit Chars zusammenbauen oder irgendwas anderes beachten. Nein, wir können das einfach so hinzufügen. Und das erzeugt dann einen Typ vom
von der Klasse System.String. Hier unten habe ich so noch ein paar andere Schreibweisen. Die sind alle gleichwertig. Alle vier Schreibweisen, die ihr hier seht, sind gleichwertig, weil er sich quasi aus der rechten Seite her denken kann, ja, du bist ein String. Wir können das explizit angeben, ohne System davor zu hängen, weil wir im PowerShell System nicht davor hängen müssen. Wir können String groß, klein schreiben, groß und klein schreiben, spielt keine Rolle. Was hier extrem wichtig ist, und das ist ein Key Takeaway von dieser Session, ist, dass jeder String, den ihr erzeugt, unveränderbar ist. Ihr könnt nach dem Erstellen einen String nicht mehr verändern. Ihr seht hier unten zum Beispiel habe ich Hallo, Welt und dann MyString Hallo Welt. Und hier ist vielleicht klar, ja, okay, das ist eine String-Instanz, das ist eine String-Instanz und das Zusammenhängen ist dann auch wieder eine neue String-Instanz. Also ich habe hier dreimal einen String erstellt. Dreimal die ganze Arbeit, dreimal der ganze Memory. Und das passiert auch mit Plus gleich oder egal, wie ihr es zusammenfügt. Es sind immer einzelne Strings, die unveränderbar sind. Und jedes Mal, wenn ihr irgendwas damit macht, kriegt ihr immer einen neuen String. Das werden wir nachher noch ein bisschen sehen. Immer wenn ihr ihn bearbeitet, verknüpft etc. Zum Beispiel hier auch verknüpfe mir, ich habe ein Hostname, OS-Version, Current User und möchte das einfach in einem Text ausgeben und verknüpfe das dann. Ich sage, der Hostname ist Hostname, OS ist OS, Current User und so weiter. Das generiert mir für jedes Plus, generieren wir hier einen neuen String. Extrem ineffizient. Aber man merkt es nicht wirklich, wenn es jetzt nur um kleine Strings geht. Wir können natürlich auch die HereString-Methode verwenden von PowerShell. Hier verknüpfen wir es nicht mit Plus, sondern fügen die Variable einfach ganz einfach in den String ein. PowerShell wird dann den expanden. Wenn ihr da ein bisschen kompliziertere Dinge machen müsst, müsst ihr es einfach noch in den $Klammer hinzufügen, dann wird das quasi separat ausgewertet. Aber auch hier sind wir nicht davor gefeit, dass unser String einfach nach der Erstellung immutable ist, unveränderbar. Eine andere Methode, Strings zu erstellen, ist mit der Format-Methode. Ich habe gerade heute bei einem Kunden noch gesehen, der hat das zum Beispiel mal gemacht, getDate-Format und dann hat er das Datumsformat angegeben und kriegt dann den String genau in dem Format, den er will. Und genau darum geht es auch. Wir können quasi unseren String mit einem Template vorgeben und dann ein Array übergeben, wo die Werte abfüllt. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier wieder mit unserem vorherigen Beispiel. Wir haben den Hostname, dann haben wir hier den Platzhalter. Das ist auch mal eine 0. Und dann 1, 2. Und diese Zahlen mappen dann auf dieses Array, das ich da mitgebe. Ich muss hier noch mit dem -F-Operator halt sagen, hey, das ist jetzt ein Format-String. Und dahinter kommt dann quasi unser Array. Ihr könnt die Zahlen auch mehrfach verwenden. Also wenn ihr jetzt hier hinten zum Beispiel nochmals die 0 hinzugefügt hättet, dann hättet ihr jetzt da nochmal den Hostname gekriegt. Das Coole dabei ist, es häufig bringt es was für die Leserlichkeit. Quasi in PowerShell irgendwann hat man dann so riesen Strings, die tausende Variablen drin haben und dann, man erkennt es fast nicht mehr. Der andere Vorteil ist noch, dass wir hier Formats direkt bei diesen Templates quasi mitgeben können. In diesem Fall zum Beispiel sage ich, okay, die erste Variable möchte ich gern dargestellt haben als Jahr, Monat, Tag und dann die Stunden und Minuten. Und genau das kriege ich dann auch. Ich habe hier den Timestamp hinzugefügt, der eigentlich ein Date ist. Und so habe ich genau das richtige Format. Dann eine Zahl, die wird einfach ganz normal ausgegeben. Wir können aber auch noch wilder werden. Wir können zum Beispiel auch bei der Zahl sagen, ich möchte dies jetzt als Currency formatieren, das wäre eine C. Und dann hänge ich hinten noch die 2 hin, das bedeutet, ich möchte noch immer 2 Nachkommastellen haben. Welche Currency und wie das dargestellt wird, kommt darauf an, welche Einstellungen der Benutzer hat, seine regionalen Einstellungen. Hier haben wir zum Beispiel noch eine andere Variante, das F4. Das bedeutet einfach, das ist kein Currency, sondern eine Floating Point Number. Und dann könnt ihr quasi 4 Nachkommastellen. Man kann Hex, man kann Nullen vor hinhängen, man kann sogar die Strings auch padden. Man kann zum Beispiel sagen, ja, ich möchte das jetzt rechts eingerückt haben und das links eingerückt haben. Funktioniert alles auch. Ich habe euch das hier verlinkt, weil es gibt etliche Möglichkeiten. Das bringt man nicht, auch nicht auf 3 Folien. Es gibt spezielle für Strings, für Zahlen, für Dates und sogar für Date Times, also für Zeitspannen.
für die auch noch. Gut, und wenn es unbedingt geeky sein soll, das war jetzt alles so Syntactical Sugar, wie man dem ein bisschen sagt, so quasi, ja, du darfst es auch so machen, aber String ist ein ganz gewöhnlicher Typ eigentlich und den kann man auch über den Konstruktor stellen, also zum Beispiel über New Object oder hier, meine liebere Variante als New Object ist einfach das New aufzurufen auf den Typ und dann kann man Strings auf verschiedene Weise erstellen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass das erste, man gibt ein Char an und dann wie viel Mal man das Char haben möchte in dem String. Und hier kriege ich zum Beispiel den Stern 10 Mal. Das brauche ich manchmal, wenn ich zum Beispiel so Outputs mache, die so Trennlinien haben, vielleicht mit Bindestrich oder so, dann könnt ihr das gleich als Nummer angeben und dann habt ihr es überall gleich und so weiter. Ihr könnt auch einen String aus einem Char-Array erstellen. Das ist nicht weiter verwunderlich, aber manchmal hat man so ein Char-Array von irgendwo, von irgendeiner anderen Funktion, dann könnt ihr das einfach in String verwandeln. Einfach so mit dem Konstruktor. Genau. Und ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, dass Strings unveränderbar sind. Und dazu möchte ich gleich mal in ein Beispiel reinhüpfen wieder. Ich share wieder und möchte euch zeigen, wo und wie sich das dann auswirkt und danach euch zeigen, wie man das besser macht, was Best Practice ist. So, ich teile und man sollte sehen. So, was ich machen möchte ist, wir gehen hin. Löschen das mal hier wieder ein bisschen. Und zwar, ich habe hier so ein paar Notes gemacht, dass es nicht zu lang geht beim Tippen. Ich hole mir hier einfach mal alle meine AD-User. Ich habe etwa 1000 User im AD, möchte die alle durchgehen und quasi ein CSV-Format mit Semikolon als Trennstrich oder als Separator generieren. Jetzt, wenn man das vielleicht bisher gemacht hat, man hat dann den Output genommen, man eine for each user in users und dann hat man aber irgendwie sowas gemacht, Output plus gleich habe ich jetzt auch hier gemacht, ich habe es jetzt hier mit der Format-Methode, also ich sage quasi mein Output ist plus gleich, dann kommt der erste Wert, Semikolon, zweite Wert, dritter Wert und das ist bei mir hier jetzt ein Zeitstempel, nämlich jetzt, Spam Account Name, User Principal Name. Ganz easy eigentlich. Und was wir auch noch machen, wir messen die Zeit, die das dauert und geben das dann am Schluss auch noch aus. Okay, also wir nehmen alle Users in etwa 1000, gehen durch. Machen das mal. Wir sehen hier ein bisschen schlecht dargestellt, aber das hat etwa 400 Millisekunden gedauert. Also nicht, man merkt nicht wirklich was. Aber ich erhöhe den Einsatz jetzt mal, ich verdopple die User, indem ich jetzt einfach das Array verdopple. Schau mal, wie sich dann das verhält. Geht schon massiv länger, vielleicht auch, weil jetzt Visual Studio Code nicht so mag. Hier das zweite Mal. Sie müssen nicht hängen heute. Dankeschön. So, ich führe es nochmal kurz aus und wir sind jetzt schon bei 700 Millisekunden, wenn ich das nochmal ein bisschen erhöhe, wenn hier auch noch ein größerer String wäre, wäre es noch markanter, aber es wird immer schlimmer und jetzt sind wir schon bei 2 Sekunden oder bei 3 Sekunden, es wird immer schlimmer, wenn ich das jetzt noch ein paar Mal mache, etwa bei hier warten wir eine halbe Minute und das ist nicht gut. Und verbraucht auch extrem viel Memory. Ihr werdet sehen, wenn ihr den Task Manager aufmacht und so, da ist dann richtig was los und irgendwie 2 Giga Memory Verbrauch und solchen Quatsch. Jetzt, was ist die Lösung? Das Problem ist ja wirklich hier, dass dieser Output jedes Mal für jeden User hier mal neu erstellt wird. Dann machen wir quasi einen neuen String aus dem Output plus den neuen String. Das verhängen wir hier. Und dann weisen wir das dem Output zu. Das heißt, wir haben wirklich Tausende und Tausende von String-Instanzen, die wir hier generieren, nur um ein kleines CSV zu generieren. Übrigens einfach zum Zeigen, dass das funktioniert. Hier ist mein CSV. Zweites Problem, ich
Ich mache es jetzt noch schlimmer. Ich möchte doch eigentlich auch noch ein New Line dazwischen haben. Mache ich auch gleich hin. Zack. Mal schauen, wie es jetzt geht. Jetzt habe ich nämlich doppelt so viele String-Instanzen. Das kann wirklich ewig gehen. Gut, ich warte noch nicht mal darauf. Das wird wirklich eine Weile dauern. Wie löst man das? Es gibt einen Typ, der ist quasi ein bisschen wie ein String, aber er ist veränderbar. Und der nennt sich String-Builder. Der String Builder ist auch ein ganz normaler Typ, hat leider keine Syntax-Unterstützung. Deshalb müssen wir ihn auch wie jeden anderen Typ instanzieren. Ich mache das gerne so. New, der ist im System.text.StringBuilder. Wie kriegt ihr dieses System.text.StringBuilder? Schreibt einfach mal, ich mache es so, ich beginne mit den eckigen Klammern. Dann schreibe ich so ein bisschen rein, was ich haben will. .NET oder die Autovervollständigung von Visual Studio Code ist ziemlich gut im Auffinden. Drücke dann Tab, wenn ich den quasi gefunden habe. Und dann wird das alles autovervollständigt. Ruf New auf, damit ich einen neuen kriege. Okay. Gut, unser Output ist jetzt nicht mehr ein String. Das ist wichtig. Es ist ein String Builder. Das ist eigentlich was ganz anderes. Ein komplett anderer Typ. Anstatt dieses Plus gleich können wir das auch nicht mehr machen. Wir machen hier output.appendLine. Wir können append, wir können direkt ein Format appenden oder wir können direkt sagen, hey, ich will eine ganze Zeile. Das würde mir hier das dann hier ersparen. Und dann kopiere ich das mir einfach hier hin. Dazu. So. Das kann ich löschen. Also zum Unterschied, ich mache jetzt nicht mehr irgendwie mit Plus Concatenation oder irgendwas. Nein, ich nehme den String Builder, mache einen Output.appendLine, mache dann hier als Argument drin, was er hinzufügen soll, die Zeile. Wie gesagt, es gibt auch andere sogenannte andere Varianten, Append Format. Erstes Argument wäre das hier, zweites Argument wäre dann das Array. Ich habe jetzt hier aber so ein bisschen die PowerShell-Variante mit F genommen. Aber so keine Rolle. Okay, und wir wollen mal schauen, wie sich das jetzt verhält. Wie gesagt, wir haben hier Tausende von Tausenden. Ich glaube, jetzt sind es irgendwie 32.000, weil man es immer verdoppelt. Schauen wir mal, wie lange der hat. Ah, super. Das Problem, das ihr dabei kriegt, appendLine gibt euch immer einen neuen String-Builder zurück. Das ist deshalb, damit ihr das immer verknüpfen könnt und so weiter, ist in PowerShell aber super mühsam, weil ihr immer quasi diese Ausgabe kriegt. Deshalb müsst ihr es einfach noch in Null pipen oder einer Variable zuweisen, spielt keine Rolle. So, zack, mache ich nochmal. Und das hat jetzt insgesamt für 32.000 User, oder wie viele es da sind, schauen, 32.000 User hat das nur knapp 300 Millisekunden gedauert. Also eigentlich schneller, als wir unsere erste Version mit den Usern hatten, noch ohne New Line und nur knapp 1.000 User. Das ist String Builder. String Builder kann auch noch andere Dinge. Wir können in place zum Beispiel replacen. Wir können sagen, hey, ich will A, B, C mit T, D, F replacen. Und dann wird das direkt im String drin gemacht. Es gibt nicht jedes Mal einen neuen String. Also jedes Mal, wenn ihr große Strings zusammenbaut und auch wenn es euch ein bisschen einmal zu kompliziert wird, auch mit den New Line und so weiter, empfehle ich dringend den String Builder. Ist so viel schneller, ist so viel skalierbarer, vor allem ich könnte jetzt hier noch etliche Male das hier hinzufügen und es würde nicht viel langsamer werden. Genau. Das einzig Wichtige ist noch, wir haben jetzt immer noch keinen String. Mein Output ist eigentlich nicht mein Output, sondern das ist eigentlich der Builder. Ich nenne sie dann mal um. Und mein Output als String, schreibt jetzt auch explizit hin. Dann müsst ihr am Schluss, wenn ihr dann fertig seid, ruft ihr einfach den Builder to String auf. Das nochmal laufen lassen. Wieder 266 Millisekunden, ist der Wahnsinn. Und dann den Output ausgeben. Dann habe ich hier wieder meinen schönen String schön formatiert. Wenn wir hier natürlich jetzt noch Sachen so formatiert haben und so weiter. Ziemlich cool. Okay. Genau, und deshalb wirklich, das ist der Key-Takeaway. Strings sind unveränderbar, das vergessen oder wissen viele Leute gar nicht und beachten das einfach nicht. Genau, ich habe das hier nochmal zusammengefasst, damit ihr es einfach als
Folie dann noch habt mit dem Beispiel. Ist this true? Ja, haben wir gerade herausgefunden. So, jetzt wir wissen, wie wir Strings erstellen, wie wir sie ein bisschen formatieren können. Jetzt geht es mir ein bisschen darum, jetzt haben wir die Strings, wir kriegen User-Input von irgendwo, wir müssen ganz, ganz häufig irgendwas vergleichen. Mit vergleichen meine ich auch, wir suchen etwas darin, uns interessiert, beginnt dieser String zum Beispiel mit einer Zahl oder hört sie mit einer Zahl auf, hat sie ein Add drin, ist das Wort genau die Lösung, die wir genau suchen, vielleicht ein Passwort, muss ganz genau übereinstimmen, da kennen wir kein Pardon. Bei anderen Dingen, da sagen wir vielleicht, ja, da machen wir so ein bisschen ERP mal Daumen. Darum geht es jetzt in diesem Abschnitt ein bisschen. Und wir können ja Strings ganz einfach mit dem Equals Operator testen. Das kennen, denke ich, die allermeisten. Das ist jetzt hier auf der rechten Seite, wir sehen hier Test equals Test. Und ganz klar, das gibt True zurück. Ja, Test ist genau gleich wie Test. Ansonsten, wenn die zwei Strings hier nicht equal wären, dann würde jetzt hier false ausgegeben werden. Ist aber hier nicht der Fall. Und ich frage euch jetzt mal, und die, die es jetzt vorhin schon gesehen haben, bitte nicht antworten, aber schreibt mal in den Chat rein, was ist die Ausgabe vor allem dieses von dem letzten Punkt hier. Also Test equals Test, das wissen wir, das ist true. Was ist aber Test equals und dann Test Groß-Kleinschreibung geändert? Ist das immer noch equal in PowerShell oder nicht? True. Wunderbar, wir haben einen Vorschlag. Equal, EQ, EQS. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Marco. Ungleich, oder meinst du da einfach ungleich? Meinst du ungleich damit? Genau, okay. Wunderbar, genau. Also ganz ehrlich, ich hätte auch auf ungleich getippt, jetzt auch auf aus C-Sharp herkommt. Aber die Lösung ist tatsächlich, dass diese beiden true sind, weil PowerShell ist beim Prüfen bei Equals Operator nicht case-sensitive. Genau, es ist ja PowerShell. Genau, so ist das. Wenn ich in PowerShell explizit Case-Sensitivity haben möchte, dann muss ich das angeben mit C-Equals, das heißt Case-Sensitive-Equals. Und dann würden wir hier tatsächlich in den False-Block fallen. Wir haben noch das I-Equals, das ist explizit nicht Case-Sensitive, ist das genau gleiche wie Equals. Und wir haben übrigens auch immer das Gegenteil, NE, not equals und so weiter. C, NE für case sensitive, not equals. Gut, nächste Frage. Ist Straße so geschrieben, equals Straße mit so einem Doppel-S? False, okay. Eher nein. Mhm. Okay, wir schauen uns die Auflösung mal an. Es ist true. Wieso nicht? Wieso nicht? Das ist tatsächlich true. Warum das so ist, das werden wir gleich erfahren. Noch der nächste ist André gleich wie André mit. Ja, PowerShell kann außer Deutsch, genau. So, ist André das gleiche wie André mit Accent aigu? Ratet noch das? Ja, true. Okay, es ist false. Natürlich ist das false. Ist ja klar, wenn Straße, Straße gleich ist, dann nein, Französisch kann es nicht. Genau, genau. Und auch in diesem Fall, Łukasz, das ist zum Beispiel das polnische L oder ein polnisches L, es sieht aus wie ein L. Die sind auch false. Also es kann auch kein Polnisch. So, was hat das überhaupt jetzt miteinander zu tun? Also wir sehen, wir haben die Case Sensitivity, die haben wir schon geklärt, aber was hat das mit dem anderen auf sich? Nun, es ist so, es gibt in .NET drei verschiedene Arten, wie man Strings quasi prüfen kann. Die nennen sich Ordinal, Current Culture und Invariant Culture. Und wenn ich jetzt quasi nur das Equals nehme von PowerShell, dann kriege ich das hier, Current Culture.
wenn ich das explizit setzen möchte, dann könnt ihr nicht mehr über den Equals-Operator gehen, sondern dann müsst ihr entweder das hier auf dem String selbst aufrufen. Ich habe es jetzt hier nicht angegeben, aber ich zeige es euch gleich. Oder ihr ruft das String Doppelpunkt Doppelpunkt Equals und dann links und rechts jeweils quasi die zwei Strings. Und die geben jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall beide false aus. Also das heißt irgendwie die Standardausführung, wenn ich es über Equals, über die Methode aufrufe, ist anders als der PowerShell Equals. Warum nicht? Es wäre ja sonst zu einfach. Schauen wir uns Ordinal an. Ordinal ist eigentlich quasi das, was wir, oder was ich gerne als Standard hätte, nämlich Länge und jedes einzelne Zeichen müssen exakt gleich sein. Und das benötigen wir eigentlich immer für interne Dinge und ich persönlich finde, für standardmäßig sollten wir das immer nehmen. Weil wenn wir zum Beispiel einen Username oder ein Passwort prüfen, dann wollen wir definitiv, dass Straße mit Doppel-S nicht das gleiche ist wie Straße mit 2S geschrieben. Oder wenn wir zum Beispiel Pfade prüfen, in Windows kann ich einen Ordner Straße haben mit 2S und daneben den Ordner Straße mit Doppel-S. Und wenn ich dann irgendwie so hingehe und prüfe, ja, gibt es den schon, dann sagt er mir, ja, obwohl es den gar nicht gibt oder umgekehrt. Und dann habe ich plötzlich eine Verwirrung wegen diesen komischen Zeichen. Und es ist auch, also es ist quasi die sicherste Lösung. Da gibt es keine Unklarheiten, kein Magic. Es muss 1:1 übereinstimmen. Und es ist auch am performantesten, da eben keine Character Expansion. Jetzt, wir hatten ja vorhin eben dieses Straße equals Straße. Und das hatte nichts damit zu tun, dass PowerShell oder .NET Deutsch kann. Es hatte damit zu tun, dass wenn er nicht ordinal vergleicht, das sogenannte Character Expansion passiert. Character Expansion heißt, dass zum Beispiel so etwas auf zwei Zeichen quasi expanded wird und dann ein Doppel-S gibt. Und danach sind die Strings ja wieder gleich. Ihr kennt vielleicht aus dem Französischen dieses zusammengeschriebene AE. Bei dem ist es genau das Gleiche, das wird dann einfach in ein AE umgewandelt. Und dann wird es quasi verglichen. Sieht nicht sehr hübsch aus. Ja, absolut, das stimmt. Das ist jetzt auch ein bisschen die hässliche Variante. Ihr könnt es auch einfach mit String Equals, genau gleich, wie ich es vorhin gezeigt habe. Aber ja, über den Equals-Operator geht es leider nicht mehr. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel das Parameter, den Ordinal Case. Hier, es gibt von den Cases jeweils immer ein Ignore Case oder nicht. Und hier sage ich, ich will, dass Ordinal geprüft wird, aber Groß-Kleinschreibung soll keine Rolle spielen. Er gibt ja trotzdem False, weil keine Character Expansion. Ordinal ist natürlich am schnellsten, weil wenn ihr keine Character Expansion machen müsst, dann könnt ihr als allerersten Check natürlich machen, sind die zwei Strings gleich lang. Und Straßen mit 2S sind nicht gleich lang, das hat quasi ein Zeichen mehr. Also bei Ordinal kann der schon beim ersten Versuch sagen, ne, die sind nicht gleich. Und bei Nicht-Ordinal muss er dann hingehen, zuerst Character Expansion und dann schauen wir. Und das erklärt auch, warum die anderen nicht equal waren. Das André oder zum Beispiel der Ukash, weil da passiert keine Character Expansion, das sind einfach andere Characters. Das EEG ist ein anderer Buchstabe als nur das E. Das kann man eigentlich gar nicht so übersetzen. Wir würden es so darstellen, wenn wir kein EEG hätten, aber so rein linguistisch sind das andere Buchstaben. Dann hier noch die andere Schreibweise. Ich weiß nicht, Marco, ob das hübsch aussieht. Wir können es auch über den String Equals machen und dann einfach Ordinal angeben. Hier Ordinal, Ordinal Ignore Case. Wir haben noch Current Culture. Das ist so das ein bisschen Pi mal Glauben, Daumen. Das ist ein linguistischer Vergleich und der verwendet quasi Regeln der aktuellen Culture Settings, der Regionseinstellungen und ist mit Character Expansion. Also hier haben wir C Straßen, ist genau gleich wie C Straßen. Sieht nicht besser aus, ja. Leider. Man könnte wahrscheinlich mit einem Alias seinen neuen Operator zusammenbauen. Oder vielleicht kann man sie eben auch global in PowerShell definieren. Und dann noch Invariant Culture, ist eigentlich genau das Gleiche. Der Unterschied ist nur, oder merkt man eigentlich nur beim Sortieren. Wenn ich sortiere, zum Beispiel stellt euch vor, ihr sortiert irgendeine eure Excel-Liste und ihr seid mit Schweiz unterwegs, dann wird unter Umständen das AE anders sortiert, als wenn ihr zum Beispiel mit
schwedisch unterwegs seid, die gar nicht kennen und das dann vielleicht unten hin machen. Und wenn ihr sagt, okay, Current Culture, dann werden solche Dinge berücksichtigt. Wenn ihr sagt, Invariant Culture, werden diese Dinge quasi über alle Kulturen gleich gemacht. Das ist so der einzige kleine Unterschied. In PowerShell, wenn ihr quasi linguistischer Vergleich wollt, dann könnt ihr Equals nehmen, ansonsten müsst ihr eben das String Equals und Ordinal nehmen. Wir können Strings auch mit Compare to vergleichen. Das ist jetzt, Equals hat uns ja immer Ja oder Nein zurückgegeben. Und ich habe jetzt gerade vom Sortieren geredet, weil beim Sortieren würden wir gerne wissen, ist ein String auch größer, also muss er vorher kommen als der andere und so weiter. Das machen wir mit Compare to. Gibt eine Zahl von minus 1 bis 1 zurück. Und minus 1 bedeutet quasi, dass der String, auf den ich verglichen habe, kleiner ist als der andere. Also A compared to B würde mir minus 1 zurückgeben, weil A ist kleiner, lexikografisch. 0, die Strings sind gleich, also A compared to A. 1 ist, der String ist größer als der andere, also B compared to A wäre 1. Und das braucht man vor allem für die Sortierung. Was ich noch erwähnen wollte, ist, man kann, jetzt könnt ihr auch fragen, okay, macht jetzt der Compare to auch dieses Character Expansion oder nicht? Das Gemeine ist, je nach Methode unterscheidet sich das. Und das ist super mühsam. Und bei Methoden, bei denen man konfigurieren kann, sollte man das auch machen, um die Intention bekannt geben. Aber es gibt zum Beispiel den Contains, da könnt ihr es nicht angeben. Und da ist es einfach, wie es ist. Und da muss man es entweder in der Doku nachschauen oder halt ausprobieren. Genau. Ich wollte jetzt an dieser Stelle ein bisschen Fun mit Vergleichen machen. Die Demos haben euch aber alles gezeigt mit diesen Vergleichen. Einer, der musste aber noch sein, das hatte ich letztens mit einem Kunden. Das hat jetzt mit all dem lustigerweise nur am Rande zu tun. Ich share noch mal kurz meine Anwendung. Ganz im Bewussten. Yay, wunderbar. So, okay. Notes. Ich nehme hier meine Straße. Ich mache jetzt mal hier Straße equals Straße. Ich nehme das jetzt mal einfach hier runter. Hier hinein. Es gibt True, wie ich euch ja gesagt habe. Ich mache es aber hier oben, drücke F5. Bam, gibt's false. Und ey, wir hatten ein Problem mit A's und so und wir waren so verwirrt, wir waren so zwischen Wut und Frustration, was zur Hölle soll das? Das ist der einzige Unterschied. Ich habe es zuerst mal hier direkt eingegeben oder ich führe es hier über F5 einfach aus und ich kriege dann false. So, what the hell? Das Ding ist, das ist ein Visual Studio Code Problem. Mit der neuen .NET Core-Version, auch von PowerShell, hat das Encoding intern geändert, nämlich auf UTF-8. Und das heißt, Visual Studio Code geht seit längerem jetzt hin und macht bei eurem Fall UTF-8 Encoding. Und das führt dann zu den komischsten Fehlern. Ist offiziell von Microsoft so in einem Blog-Eintrag beschrieben. Also das führt dann halt zu Fehlern, zu eben solchen Fehlern. Und was ihr machen müsst, wenn ihr quasi mit dem alten Windows PowerShell arbeitet, dann könnt ihr das entweder mit UTF-8 mit Boom speichern, das habe ich jetzt auch immer so gemacht, oder mit UTF-16. UTF-16 ist ja das 2-Byte, also genau das, wie wir es kennen. Also hat das mit dem Boom. Okay, macht noch mal, jetzt haben wir den mit dem Boom. Macht das nochmal und jetzt kriege ich auch hier True. Hurra, hurra. Aber das, ja, das weiß ich auch noch nicht allzu lange. Ich bin danach über den Blog-Eintrag gestoßen und das hat uns wirklich ein paar Haare gekostet. Ja, genau. So, genau. So, machen wir weiter. Weiter im Text. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor. Wir können auch mit dem Like-Operator prüfen. Like-Operator verwendet einfach Wildcards, ist dementsprechend auch nicht sehr performant, weil natürlich Wildcards, da kann man auch nicht prüfen auf einzelne Zeichen. Wildcards aber ziemlich beliebt auch bei uns, zum Beispiel hier h.muster@test.com, like und dann stern@stern.com und das würde dann true. Stern bedeutet irgendwas, dann kommt ein @irgendwas.com. Dann kommt der, ich sage jetzt mal, der riesengroße Bruder von Like auf Testosteronen,
Das wäre dann der Match-Operator. Und der Match-Operator arbeitet mit regulären Ausdrücken, sogenannten Regex. Sind sehr, sehr mächtig, aber sehr mühsam zu schreiben und zu lesen. Und auch ganz, ganz schnell holt man sich für Performance-Probleme ein, weil im Hintergrund geht da eine ganze Regex-Engine daher und löst diesen Regex auf, prüft, stimmt das so. Wer das üben will, ich mache das ab und zu noch gerne, wenn mir super langweilig ist. Es gibt ein Regex-Crossword irgendwo im Internet. Das ist quasi Kreuzworträtsel nur mit Regex-Ausdrücken. Da muss man sie quasi herausfinden. Aber in PowerShell haben wir quasi unseren Input-Text. Das hier, der Text, zum Beispiel hier. Das ist wirklich noch lustig. Es beginnt klein und wird dann immer schwieriger. Wir beginnen hier mit unserem Input-Text, hier total 15 zum Beispiel, und wir interessieren uns jetzt hier nur für die Zahl. Ich möchte die Zahl herausholen. Und das Pattern für eine Zahl ist in Regex-Sprache halt Backslash D. Das Plus hier bedeutet nur, ich suche eine Zahl oder mehrere. Mit Stern heißt das 0 oder mehrere, mit Fragezeichen würde es heißen einen oder mehrere. Okay, ich mache hier den PowerShell Match, der gibt mir Ja oder Nein zurück, ob irgendwo das Muster im Input gefunden wurde. In diesem Fall ja, absolut, weil wir haben hier hinten eine 15 und kann dann über die globale Variable Matches darauf zugreifen. Also Matches hier ergibt dann 15. Das heißt, ihr könnt einfach so quasi mit Regex diese Informationen extrahieren, die euch interessieren. Und wirklich, das ist ein einfaches Beispiel, aber sie werden sehr schnell sehr komplex. Wie gesagt, Regex sind Template-Sprachen, ist quasi eine Template-Sprache für Textmuster, für Patterns, die ich suche, und matcht, wenn quasi das Muster im Text mindestens einmal gefunden wird oder eines der Muster. Ich habe hier jetzt mal ein paar Beispiele. A bis Z bedeutet irgendein Großbuchstabe von A bis Z, 0 oder mehrmal. Einfach nur Hello bedeutet, ich will genau den String Hello. Wenn ich das in eckige Klammern mache, dann ist das Hello, dann bedeutet das H oder E oder L oder L oder O. Mindestens ein oder mehrmals. Ich kann es aber auch noch definieren und sagen, ich will es 1 bis 3 Mal. Das sind dann hier die Quantifier rechts. Und man kann diese Muster auch noch in Untergruppen organisieren. Ich habe hier ein paar Beispiele gemacht, aber ich möchte es euch gerne einfach gleich live zeigen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ganz bewusst share ich meinen Screen. Tipp, tipp, tipp. Und dann auch den richtigen. Super, wunderbar. Genau. Ich habe jetzt hier, ich gehe gleich mit einem komplexen Beispiel hin. Ich habe jetzt hier den String, the almighty user hans.muster@testdump.com has folder c users administrator. Und daraus möchte ich jetzt, mich interessiert der Username und mich interessiert dieser Ordnerpfad. Und dafür habe ich ein Pattern gemacht. Man müsste nicht nur das, also man könnte einfach nur das Pattern machen. Man kann aber auch die einzelnen Sub-Pattern darin noch benennen. Und das ist ganz mächtig. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mit der Klammer mein erstes Sub-Pattern, das ich suche. Das habe ich Username genannt. Der Syntax ist echt so, wenn du ein Pattern benennen willst, dann mach ein Fragezeichen, mach diese Klammer, schreib den Namen und dann mach wieder zu und dann kommt dein Pattern und dann machst du das zu. Ja, es ist leider einfach so. Aber was ich hier sage ist, ich möchte irgendein Wort oder ein Punkt, weil das ist der Punkt hier drin, mehrmals. Dann kommt ein Add, dann kommt wieder irgendein Wort, dann kommt ein Punkt, genau einer, und dann kommt wieder etwas, das ist dann die Domain hier. Und das alles ist der Username. Und dann kommt irgendwas, hier sage ich einfach, es kann irgendein Wort sein und das große W bedeutet nicht Wort, also sage ich, es kann irgendein Wort oder nicht Wort sein, das ist das alles hier dazwischen. Dann kommt der Pfad. Der Pfad beginnt entweder mit einer großen A bis Z oder einem kleinen A bis Z, je nachdem wie es halt hinterlegt wurde oder irgendwie gespeichert wurde. Ich möchte mich da nicht festlegen, das kommt genau einmal, dann kommt ein Doppelpunkt,
dann kommt ein Slash. Da Slash eine spezielle Bedeutung hat im Regex, muss der escaped werden mit einem Slash. Und dann kommt irgendwas. Der Rest ist dann für mich quasi der Rest vom Pfad. Es würde jetzt nicht funktionieren, wenn hier noch mehr wäre. Dann müsste ich meinen Regex irgendwie anpassen. Aber hier ist jetzt einfach mal so. Wir haben dieses Textmuster. Und hier sage ich, und dann ist der String fertig. Braucht man manchmal, nicht immer. Okay. Ich mache jetzt auch hier mal Text Match Pattern. Ich führe das aus und erwarte Match. Ich führe das aus und das gibt mir True. Ja, er hat quasi dieses Pattern in diesem Text gefunden. Und jetzt, was ich machen kann, und das ist das wirklich das Coole an Gruppen, das lohnt sich manchmal wirklich, die Regex ein bisschen länger nachzudenken und die Gruppen zu machen. Dann hätte ich eigentlich gerne meine Matches gehabt. Das wird überschrieben, genau. Dann habe ich hier in meinen Matches drin, habe ich Username und sehe, ah, okay, den hat er extrahiert, den Pfad, auch den habe ich extrahiert. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, Matches, Username und kriege hier meinen Username heraus. Oder kriege meinen Pfad heraus. Pfad. Oder wenn ich indexe, dann kriege ich quasi alles, was er gematcht hat. Dieses Pattern wurde gematcht, also das Almighty, das hat ihn nicht interessiert. Unser Pattern hat erst hier begonnen, als er den Username erkannt hat. Genau. Das ist wirklich die Macht vom Regex. Was ihr mit Regex zum Beispiel nicht machen könnt, das ist so eine beliebte Aufgabe, um Leute so stiften oder so ein bisschen zu beschäftigen. Man kann zum Beispiel mit Regex nicht prüfen, ob jede geöffnete Klammer eine geschlossene hat. Ihr könnt probieren und man denkt zuerst, ja, man kann es vielleicht, aber man kann es nicht. Man kann nur Patterns vorgeben und man schafft es immer irgendwie mehr Klammern zu machen, als im Pattern drin sind. Und man kann es nicht prüfen. Ist so ein bisschen gemein. Also manchmal gehen Dinge in Regex einfach nicht, besonders wenn sie irgendwie sich auf etwas Vorhergehendes beziehen und so weiter. Genau, was ich euch auch noch unbedingt zeigen möchte, so mache ich es nämlich jedes Mal, weil das mache ich auch nicht in PowerShell, auch wenn es 5 Minuten länger dauert, das ist ja wichtig, euch zu zeigen. Wie komme ich überhaupt an meine Regex? Natürlich könnt ihr im Internet irgendwo googeln. Ich habe euch aber verlinkt ein Cheat Sheet. Das ist das, was ich benutze. Regex ist ein so quasi globaler Standard über viele Programmiersprachen hinweg. Sind immer gleich. Es muss jetzt nicht ein .NET für C Sharp sein. Sind sehr, sehr ähnlich immer. Aber hier habe ich alle mein Cheat Sheet. Das schaue ich mir mal an. Dann habe ich daneben, habe ich hier so einen Tester. Hier oben kann ich das Pattern hineinmachen. Und hier unten mein Input und er zeigt mir immer gleich an, was er gematcht hat. Ich sehe hier drin alle meine Matches, Username, Path und den gematchten String und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur H.Muster habe, dann sagt er mir, nee, das passt jetzt nicht mehr. Wenn ich das jetzt hier wegnehme, auch nicht. Warum? Ja, weil es hat kein Add drin und jetzt, wenn ich hier anfange, ein Add auch immer noch nicht, weil das Punkt irgendwas noch fehlt. Und somit, bam, hat es jetzt gefunden. Ja, genau, das war noch ein bisschen anderes Muster, aber auf jeden Fall hat er das jetzt so gefunden. Ich müsste das nicht benennen, er würde es auch so finden, aber ich hätte dann in meiner Table quasi unter Umständen das nicht aufgespielt. Aber ich benutze immer das hier, bis mein Regex steht, dann übernehme ich ihn in PowerShell. Und dann könnt ihr verschiedene Inputs testen. Genau. So, gut. Jetzt eben, Regex kann nicht normal sein. Und die Demos haben wir auch schon gemacht und es ist so eine Weirdheit für sich. Was ich jetzt noch die letzten 15 Minuten gerne darauf eingehen möchte, sind noch die anderen Methoden, die String bietet. Ich möchte so ein paar highlighten. String-Methoden rufen wir einfach immer auf, indem wir zum Beispiel auf unserem String-Punkt und dann den Namen der Methode, Klammern auf, Klammer zu. Falls Sie noch Argumente haben, dann geben wir die halt noch in der Klammer hinzu. Aber Achtung, gibt immer einen neuen String. Also wenn ihr sagt hier, replace String A mit AE, dann kriegt ihr hier einen neuen String. Wenn das ein Problem wird, nehmt den String Builder. Der hat auch einen Replace.
Es gibt noch die andere Möglichkeit, eben hier über die statischen Methoden, da müsst ihr es so angeben. Manchmal gibt es beides, wieso nicht? Ein, den ich vorstellen möchte, ist noch der Contains. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Straßen contains Straße. Also wir wissen ja, dass Straße equals Straße, das ist alles okay. Was ist jetzt echt hier die Ausgabe? Ich habe es jetzt ja schon gesagt, das ist Ordinal. Also das gibt False. Also Straßen hat Straße nicht drin in diesem Fall. Dann gibt es aber noch den Index of. Der Index of gibt mir quasi den Index des ersten Zeichens des Vorkommens des Musters oder minus 1, wenn es nicht gefunden wurde. Das heißt, wenn ja Straßen nicht Straße contains, dann würde ich doch jetzt hier irgendwie erwarten, dass hier ein minus 1 daherkommt, weil hier kein Straße gefunden werden kann. Ist aber nicht so. Index of per Default macht das nicht ordinal. Und hier gibt es tatsächlich die 4 zurück, weil 0, 1, 2, 3, 4, das S ist die erste Stelle, wo Straße beginnt. Wieso nicht? Und wenn ich das nicht will, dann muss ich das explizit noch angeben. Ich sage, hey, das ist jetzt ordinal. Und dann kriege ich wirklich minus 1. Und dann ist es nicht mehr so. Sonst kriege ich die 4. Den Split, ich glaube, den kennt auch mittlerweile die meisten, die schon ein bisschen mit PowerShell unterwegs sind. Ihr könnt das mit dem Operator machen, in PowerShell, mit dem Split-Operator oder eben direkt auf dem String aufrufen. Was ich noch erwähnen möchte, ist, ich splitte hier zum Beispiel ein CSV und hier hat es einen leeren Wert. Und der wird auch hier als leerer Wert, ich habe dann ein Array mit einem leeren Wert drin. Wenn ich das nicht möchte, dann könnt ihr auch hier eine Option mitgeben, Remove Empty Entries, und ihr habt es konsolidiert. Das möchtet ihr wahrscheinlich beim CSV-Verarbeiten nicht, weil dann stimmen eure Spalten nicht mehr. Aber in anderen Fällen sehr nützlich. Dann gibt es noch den Replace, den haben wir schon gesehen. Die sind per Default case-sensitive, diese Replacements. Das ist sehr mühsam, es gibt keinen Parameter, um das zu ändern. Bis .NET 5, den gibt es jetzt im neuen PowerShell, gibt es den also. Aber im Moment noch nicht. Ihr replaced einfach ein Zeichen mit einem anderen. Ihr könnt das zusammenhängen. Achtung, jedes Mal ein neuer String. Dann ist null oder empty. Das Problem ist ja, wir können 0 haben als String. Wir können einen leeren String haben, einfach ohne Zeichen. Und wir können einen String haben, der nur aus Leerzeichen besteht. Und wenn ich das alles prüfen will, habe ich 3 if-Bedingungen. Deshalb gibt es dieses null oder empty oder das ist null oder whitespace. Ich habe hier in dieser Demo 0, ich habe einen empty String, der ist einfach ein leerer String und ein String nur aus Leerzeichen. Beim ersten frage ich, bist du 0 oder empty oder bist du 0 oder whitespace? Sagt er ja, bei beiden, also beim 0 String definitiv. Beim empty String sind sie auch beide Varianten noch einig, ja, der ist leer. Und bei der letzten Variante ist so, wenn ihr 0 oder whitespace aufruft auf einen String, der halt 0 oder empty, der Whitespaces drin hat, sagt, der ist nicht leer, der hat Leerzeichen drin und dann kriegt ihr quasi hier ein False, also der ist nicht null empty. Ist null Whitespace, der prüft euch aber wirklich alles, ist er null, ist er leer, hat er nur Leerzeichen drin. Das finde ich zum Teil sehr, sehr praktisch. Erspart euch auch, das Problem ist, wenn ihr Strings zum Beispiel Length aufruft oder irgendwas und der String ist null, dann kriegt ihr, ja, in PowerShell kriegt ihr kein Problem, aber ihr kriegt dann einfach null zurück und nichts Gescheites. Die anderen, die ich aber noch erwähnen möchte, wir sind jetzt super in der Zeit, aber nicht mehr für mehr Demos, also wir haben den Split, der gibt kein Char-Array zurück, das ist ein Fehler, der gibt ein String-Array zurück. Wir haben noch Substring, wo wir sagen können, ich möchte gerne den String von Position 5 bis 10. Den Replace haben wir. Den Trim, den möchte ich euch noch ans Herz legen. Manchmal habt ihr zum Beispiel Leerzeichen hinten am String oder noch Füllzeichen und so weiter. Mit Trim könnt ihr sagen, hey, mach mir links und rechts alle Leerzeichen weg. Oder ihr könnt das Zeichen übergeben als Parameter, dass er links und rechts wegmachen soll. Es gibt auch ein Trim Left, es gibt auch ein Trim Right, wo ihr es nur für links oder rechts machen könnt. Der Pad ist genau das Gegenteil. Wenn ihr euren String zum Beispiel links 20 Zeichen einrücken möchtet, dann könnt ihr das mit Pad machen. Ihr könnt Leerzeichen nehmen oder irgendein Zeichen. Den Format kennen wir. Wir können inserten, was auch wieder ein neuer String zurückgibt. Also Achtung, es ist immer, ihr kriegt einen neuen String beim Padden, beim Trimmen, immer ein neuer String.
aber auch die, die wir schon kennen, to upper, to lower, gibt uns auch einen neuen String zurück, einfach alles groß geschrieben, alles klein geschrieben. Für prüfen haben wir equals, wir haben compare to, das sollte compare to heißen, wir haben contains, is null or empty, is null or white space, starts with, ends with, auch noch interessant, beginnt mein String mit einem gewissen String oder endet er mit einem gewissen String. Oder index of, wie gesagt, wo in meinem String ist das erste Vorkommen. Es gibt auch noch index of any und index last oder so, wo ihr den letzten könnt. Ansonsten, wenn ihr wirklich alle haben müsst, vielleicht nehmt ihr einen regex vielleicht, aber sonst müsst ihr immer mit substring den String kleiner machen und dann wieder mit index of suchen gehen. Genau. Und so nochmal das Wichtigste, einfach um das alles nochmal zusammenzufassen. Strings bestehen aus Chars, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind. Die kann man prüfen und auch damit arbeiten. Und Chars sind eigentlich immer einer Nummer zugeordnet. Strings sind unveränderbar und bei mehreren Operationen müsst ihr unbedingt den String Builder verwenden. Der hilft euch auch sonst, auch wenn es nur ein String von 5 Zeilen ist, manchmal dieses Appendline, das hilft mir immer, weil ich hasse es, irgendwo dieses komische Steuerzeichen für diesen Linebreaker so hinzuzufügen, nämlich sofort immer String Builder, Appendline ist sowieso Best Practice. String Formatting vielleicht über komplexe Verknüpfungen bevorzugen, da ihr könnt dann auch quasi den Vorteil habt, noch das Format anzupassen. Es gibt wirklich Dutzende, schaut euch die Links mal an, die ich da noch drin hatte. Es gibt etliche verschiedene Formate. Lasst es die Methode machen, bedeutet einfach aus den Methoden, die ich euch vorgestellt habe und ihr auch verlinkt seht, sehr, sehr vieles, das ihr häufig braucht. Gibt es irgendeine Methode dazu? Ich weiß nicht, wer den String null or empty kannte, aber ich sehe sehr, sehr viele Skripts von anderen, die das einfach nicht kennen und dann halt 3 Bedingungen schreiben oder sich null reference exceptions anholen, weil sie quasi auf einen Null-String dann irgendwas noch machen wollen. Und zu guter Letzt, Textvergleich ist auch ein bisschen Kultursache. Ich denke, mit diesem Straße und diesem Andre habe ich einige erstaunt, auch mich selbst, weil ihr seht, im String.equals, so ist es nämlich in C-Sharp, das wird einfach da genommen, ist es nämlich nicht so, das ist Ordinal per Default und sonst muss ich es angeben, PowerShell mit dem Equals nicht so. Gut, wir sind perfekt in der Zeit und ich denke, es ist Zeit für die meisten Feierabend. So, vielen Dank, André. Ich möchte noch erwähnen, ich habe noch einige mehr Beispiele einfach in dem Code-Ordner. Den gebe ich, ich schicke den André und dann habt ihr noch mehr. Noch ein paar Beispiele und alles, was wir hier gesehen haben. Genau. Super, vielen, vielen Dank, Timmy. War, finde ich, wirklich genial. Und wenn jemand einen sagt, ich spreche jetzt eine Stunde über PowerShell Strings, wie wir das ausgeschrieben haben, da zeigt man ja eigentlich den Vogel. Aber ich denke, Timmy hätte jetzt da locker auch eine Stunde, zwei mehr darüber sprechen können und das Ganze noch ein bisschen ausbauen können. Also man sieht, wie umfangreich dieses Thema ist. Und ich meine, die ganze PowerShell-Welt, die ist so umfangreich und wird immer umfangreicher. Da kommt man langsam in die Mikrokosmos-Themen rein und kann immer noch ganze Sessions füllen damit. Und auch nicht mit unspannendem Content. Also wirklich, denke ich, eine sehr spannende Sache gewesen. Danke, Timmy, das war super. Wie gesagt, ihr bekommt wie immer natürlich heute Abend noch von uns eine Mail, die da dabei waren, die sich nicht nur angemeldet haben, sondern auch wirklich erschienen sind. Die bekommen eine Mail und die erhalten darin den Videolink zum Download, die erhalten die ganzen weiterführenden Dateien und die erhalten auch die PowerPoint-Slides im PDF-Format mit den Links drin etc. Das bekommen die anderen nicht. Die anderen bekommen lediglich in ein paar Wochen dann den YouTube-Upload. Also das einmal mehr lohnt sich natürlich wirklich da live dabei zu sein und da mitzufiebern. Und ja, ich meine, sonst müssen wir es auch live machen, sonst könnte man das Ganze aufnehmen und dann einfach mal auf YouTube stellen und gut ist. Würde uns auch ein bisschen Stress nehmen, aber ich finde, das live ist eben das Coole und ich denke, die Zeit sollte man sich auch nehmen. In einem Monat, am 29. April, geht es zur nächsten Virtual Geek Mania. Das ist der letzte Donnerstag vom Monat April. Da geht es dann endlich, hoffentlich, noch zweimal verschieben. Eigentlich einmal war es in der normalen Virtual Geek Mania Extended Edition geplant und dann mal im Januar. Da
Da kam aber der Bernie Sanders dazwischen. Jetzt ist es mittlerweile im April geplant, die Session zum Container, die praktische Seite von Windows-Containern, wo ich euch dann näher bringen möchte. Und wir werden dann auch im April vor der nächsten VGM die nächsten drei Themen dann publizieren für den Mai, Juni und Juli. Und ich kann euch jetzt schon verraten, da wird Spannendes dabei sein. Und im Mai wird wahrscheinlich auch wieder unser Henry Invisible zu einer After Hour geladen werden und spielt dann wieder mal live für alle Geek Maniacs schöne Funk Music live aus Houston, Texas. In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören und fürs Dasein und erzählt es wie gesagt weiter, wenn es euch gefallen hat. Verschweigt es anderen, wenn es euch nicht gefallen hat. Spread the word. Und danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.